Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hausflipper. Ja, wir müssen hier unser altes Büro noch renovieren. Wir haben ja ein neues bezogen. Fangen wir hier mal mit dem Raum an, kaufen mal ein bisschen Farbe. Ich lasse das jetzt einfach weiß. War weiß, wird wieder weiß. Passt. So. Achso, das war irgendwie so verputzt, ne? Okay. Jetzt wird's weiß gestrichen. Ja, diesen weißen Putz können wir irgendwie nicht nachmachen. Glaube ich jedenfalls nicht. Oder ich wüsste nicht wie. Ist ja so ein generelles Problem. Die Auswahl ist ein bisschen dürftig. Und, ja, da wäre schön, wenn da nochmal mehr ginge. Ich meine, sie haben schon Fliesen dazu getan. Es gibt also neue Fliesen. Können wir uns doch gleich mal angucken nochmal. Ich würde dann fürs Bad nehmen. Da kommen auf jeden Fall schönere hin, als wir jetzt drin sind. Was allerdings auch keine große Kunst ist, ne? Das muss man ja mal dazu sagen. So. Ach so. Farbe ist leer. Das ist ein Argument. Das lasse ich gelten. Ja, der eine Eimer wird nicht reichen. Definitiv nicht. So. Ja, ich hoffe, dass ich das auch bald machen kann. So ganz in real. Weil ich bin ja gerade auf der Suche nach einer anderen Wohnung. Eine, die nicht im Keller ist und eine, die einen guten Internetanschluss hat. Aber, ja, wie gesagt, ich bin auf der Suche. Habe also noch nichts gefunden. Ich hatte eine mal gesehen, die war ganz schick. Ist aber leider an wen anders vermietet worden. Aber, ja, ist kein Drama. Ich habe ein bisschen Zeit, ich muss hier nicht raus. Und Gewitter sind ja jetzt auch erstmal keine mehr gemeldet. Kommt jetzt erstmal der Sommer, dann ist das hoffentlich mit den Unwettern erstmal einigermaßen durch. Sodass ich da jetzt auch wieder mehr Zeit und Ruhe habe, mal danach zu gucken dann. So, wie sieht's eigentlich, was haben wir da eigentlich gestrichen? Okay. Müssen wir auch noch. So, jetzt passt's. Oh, hinter der Heizung kann man ja gar nicht. Hoppala. Und das auch nicht. Aber das und das. Sehr gut. So eine Schlamperei. Über der Tür noch und dann sind wir durch. 9,12 € kriegen wir dafür noch. Sehr schön. So, dann können wir hier mal fließen. Wandfliesen.
Ja, wie gesagt, es gibt jetzt schönere. Ich überlege gerade, welche hier schick sein könnten. Ich würde es doch fast mal mit dem Muster hier probieren. Nicht gerade in Blau, sondern in dem Ton. Gucken wir mal, wie die wirken. Wie gesagt, die Vorschau hat leider nicht viel mit dem zu tun, wie es danach tatsächlich ausschaut. Es geht aber. Kann man angucken. Kann man sich durchaus angucken. Da habe ich schon schlimmere Fliesen im Spiegel gesehen und ihr glaube ich auch. Müssen wir noch mal gucken, was wir da für einen Boden reinmachen. Könnte einen hellen Boden oder einen ganz dunklen Boden dazu machen, ne? Gucken wir mal, was wir da finden. So, braucht man noch mal. Überlege gerade, ob ich die Fensterinnendinger, ob ich die auch mit Fliese oder ob ich die weiß lasse. Gucken wir uns mal an, in welchem Zustand die sind. Eventuell können wir es einfach lassen. Wände haben wir jedenfalls dann jetzt gleich mal gefliest. Das sollten wir dann locker auch, hoppla, in dieser Folge fertig kriegen, die Wohnung hier. Man ist ja auch alles andere als groß. Von dem her. Okay, ausstatten müssen wir so noch, aber das sollten wir eigentlich auch schaffen. Hoffe ich doch. Wir müssen noch ein Paket Fliesen kaufen. Und ich glaube, wir streichen es weiß. Ist, glaube ich, die schönste Lösung. Oder was meint ihr? Soll man das durchfließen? Ich würde es weiß streichen. Bleiben wir dabei. So, braucht man einmal Farbe. Ich hätte ihn behalten sollen. 1186, okay. So. Und weiß gestrichen, sehr schön. Ja, für 9,12 € verkauft. Das geht. So, jetzt brauchen wir noch Bodenfliesen. Bodenfliesen. Was haben wir denn da? Die sehen doch auch ganz, ganz nett aus. Ja, die sind, glaube ich, ein bisschen unbequem. Könnten wir in der Sepia-Farbe hier, ne? Das passt. Passt, glaube ich, zu. Ja. Vielleicht auch nicht. Und nehmen wir einfach weiß. Nehmen wir einfach weiß. Doch, so ist besser. Ja, wir brauchen ein WC. Nehmen wir das Gute. Dass unsere
Verkäufer dann auch sehen, dass wir hier nur feine Sachen verbauen. Dusche. Dusche gibt es, glaube ich, immer noch nur die... Oh, das brauchen wir. Plöpp. Dusche. Gibt es leider immer noch nur die eine. Was du haben für ein Problem? Kann er nicht montieren? Müssen wir das Klo noch mal verkaufen? Geht's jetzt? Auch nicht. Warum nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich die Dusche nicht montieren? Haben wir wieder einen kleinen Bug. Spülbecken. Ich verstehe es nicht, warum ich die nicht montieren kann. So, irgendwas. Okay, irgendwas habe ich übersehen. Okay. Er markiert nicht mehr zwingend nur das, was richtig ist, sondern man könnte auch anderes, aber es lässt er dann nicht zu. Gut zu wissen. So, dann montieren wir noch mal. Ah, wir müssen erst die Füße reinmachen. Okay. Schwere Geburt. Gut, das hat sich also deutlich geändert. Sehr deutlich sogar. Ja, dann können wir unser Klo wieder hinmachen. Was wollen du von mir? Eigentlich müsste der Rahmen, aber der ist nicht da. Hoppala. Aus dem Spiel rausgeklickt.
Ah, die Ecken. Jetzt der Rahmen. Das macht es jetzt wirklich nicht einfacher. Es war vorher leichter. Da kommt man einfach, da wurde man ja geführt. Jetzt muss man schon mehr raten, was man da eigentlich tun muss. So. Okay. Und dann können wir das Klo nochmal holen. Siebenundsechzig kostet das. Wie viel kostet es, wenn wir es hier verkaufen? Okay, haben wir doch einiges an Verlust gemacht. Lampen. Die kommen weg. Eindeutig Deckenlampen. Ich würde hier wieder die machen. Die gefallen mir nämlich im Bad eigentlich ganz gut. Auch wenn die ein bisschen tricky zum. So. Ach, da ist er. Es werde Licht. Wunderbar. Oh. Hier können wir auch noch. Da würde ich hier wieder sowas in der Art hinmachen. Dann machen wir eine dort. Und eine machen wir hier noch in den Raum. So. Licht an. Ich überlege gerade, machen wir da ein bisschen Wohnzimmer oder irgendwas hin? Wäre vielleicht nicht ganz falsch, ne? So ein Wohnschlafsofa irgendwie. Sofas. So. Das ist doch schon mal ganz nett. Dann kleines Tischchen. Da hatten wir hier doch so ein Fichte, Wenge. Mach mal in Dunkel. So. Kleinen Tisch davor. Wenn das passt. Doch, sehr schön. So, dann können wir da irgendwie noch ein Bett hinzaubern und hier eine kleine Küchenzeile. Küche. Spüle wäre nicht verkehrt. Machen wir mal eine bunte. So. So eine da daneben. Auch orange. Das muss ja schon einheitlich sein. Und noch so ein Einzelelement. Aber da können wir das hier nehmen. So, kommt noch ein Herd drauf. Beziehungsweise halt so Kochplatten. Waschmaschine brauchen wir hier nicht, aber Gasherd. Oder wir nehmen Induktionsherd, der ist moderner. So, kann er darauf ein bisschen kochen.
Auch nicht verkehrt. Dann brauchen wir hier noch ein Bett. Betten. Gibt nur ein Einzelbett. Bett mit Schublade. Aber die Schublade ist in die falsche Richtung. Rote Blumen auf Schwarz. So, machen wir den dahin. So, Gästezimmer mit Kochnische. Da haben wir ein bisschen. Machen wir noch ein bisschen Deko rein. Pflanzen. Unter P könnte ich die finden. So. Und da auch noch irgendwas Nettes drauf. So. Da könnten wir noch ein Pflänzchen hinpacken, ne? So. Brauchen wir noch was für die Küche? So, sonstiges. Kleiderhaken. Mindestens einen. Montieren wir mal hinter die Tür. So, Wasserkocher. Ist kein Fehler. Und ja, so ein Messerständer, ne? Dass man da auch. So. Brauchen wir noch Bilder? Fotos und Bilder, See im Herbst. So rum ist richtig. Was haben wir denn noch? Machen wir hier noch eins hin. Da noch irgendwas Kleines. So, und dann würde ich sagen, verkaufen wir die Bude. Haus verkaufen, genau. Enter. Entern wir. Für 22.000 gekauft, verfügt über 20 Quadratmeter, zwei Zimmer. Und ich habe 2.700 als Budget. Auktion starten. Ein großes Schlafzimmer. Wozu diese Küche? Ich möchte die Wohnung an zwei Personen vermieten. Deswegen ist es schön, dass sie Platz zum Schlafen haben. Es fehlt eine Küche. In dem Haus gibt es keinen Platz für Bücher. Das ist richtig. Ist halt ein kleines Häuschen, ne? Er braucht ein eigenes Arbeitszimmer. 30.000 haben wir dafür gekriegt. Verhandeln wir noch? Packen wir nochmal 700 drauf. Okay, machen wir. So, Angebot annehmen. Wunderbar. Wir haben jetzt unsere eigene Hütte. So sah sie mal aus. Inzwischen ist sie deutlich hübscher. Und ich sage einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann unser eigenes Haus hier. Da ist noch Dreck. Geht ja mal gar nicht, ne? Wenn wir unser eigenes neues Häuschen hier, ja, bewohnen, ne? In dem Fall. Ich gucke gerade noch mal, ob wir Dreck drin haben. Ne, ist alles sauber, perfekt.
Ja, können wir in unser Haus und Büro beziehen. Haben wir uns schön erarbeitet. Und ich würde sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.